Ja, der Stellenwert wächst und die Anzahl der Nationen wächst. Der Zeitraum auch, über den sich der Sommer Grand Prix erstreckt, auch der wächst. So früh wie heuer hat er noch nie begonnen. Hat immer Anfang, Ende Juli, Anfang August begonnen. Heuer zwei Wochen früher, schon bereits Mitte Juli, beginnt der Sommer Grand Prix in Polen. Das sind neue Orte, die hier hinzugekommen sind. Und endet dann am 3.10. in Klingenthal, quasi ja, mit dem deutschen Finale. Auch das hat mittlerweile schon Tradition. Man geht nach Japan, man geht in viele Länder der Welt. Und ja, ich denke sicherlich, dass es, so wie es jetzt heuer aufgestellt ist, eine Grenze erreicht ist, weil man einfach den Sommer auch nutzen möchte zum Trainieren. Aber ich denke mal, der Stellenwert ist hoch für alle Athleten, arrivierte Athleten. Springen nicht den ganzen Sommer die Serie durch. Die picken sich oft ein paar Wettkämpfe auch heraus, obwohl natürlich die Gesamtwertung des Sommer Grand Prix schon immer hart umkämpft ist. Auch letztes Jahr bis zum letzten Wettkampf Klingenthal zwischen Taiko Ito und Adam Malisch. Also es ging da ganz knapp zu und schon viele arrivierte Athleten, die auch dann im Winter Weltcups gewonnen haben, Vierschanzentournee, haben auch den Sommer Grand Prix gewonnen. Thank you.